Marzano nickt zu dem Gebäude der Nähe hin. Ich war gar nicht lange weg, nur eine Stunde im salzigen Mast. Als ich zurückkam, war die Seemannskiste weg. Er sieht dich flehend an. Es ist wirklich kaum Zeit verstrichen. Wer immer sie gestohlen hat, kann nicht weit gekommen sein. Wir hatten aber Wachwechsel und jetzt bin ich dran. Ich kann mich nicht von Bord schleichen, um sie zu suchen. Und wenn der Kapitän davon erfährt, würde er mich erledigen. Er würde mich an der Ra aufknüpfen. Bitte, wenn du sie für mich zurückholen kannst, dann werde ich dich für deine Mühe gebührend belohnen. Das schwöre ich bei der Flamme. Du kannst meinen ganzen Lohn haben. Wenn Kapitän Fortanero das erführe, würde ich ihn sowieso nicht mehr ausgeben. Hast du eine Ahnung, wo diese Diebe die Seemannskiste hingebracht haben können? Naja, die Seemannskiste ist ziemlich schwer. Außerdem hat auch keiner der von mir Befragten gesehen, wie dass sie herumgetragen worden wäre. Ich vermute, dass sie irgendwo in der Nähe versteckt haben. Sie können nicht weit gekommen sein. Die Seemannskiste hat ein ziemlich gutes Schloss, daher hoffe ich, dass sie es nicht aufbekommen haben. Es sei denn, sie haben es mit einer Axt bearbeitet, oben bei den Göttern. Er atmet tief. Wenn sie die aufbekommen haben, dann bin ich wirklich erledigt. Okay. Alle Mann an Deck. Bei der Erkundungsfrau unseres Geschenk fand ich heraus, dass von einem Schiff, das an dem Pier vertreut ist, eine Seemannskiste gestohlen wurde. Der junge Matrose Marzeno hat mir anvertraut, dass Captain Fortaneros Seemannskiste gestohlen wurde. Als er abgelenkt war. Zum Glück für Marzeno vergnügt sich sein Kapitän alleine an der Küste und hat noch nie von dem Vorfall erfahren. Marzeno hat mich angefleht, die Seemannskiste für ihn zu finden, bevor der Kapitän zurückkehrt. Sie befindet sich höchstwahrscheinlich noch in Ondras Geschenk und ich sollte meine Suche hier beginnen. Ja, die Seemannskiste. Auf diese Quest habe ich total vergessen. Die hätte ich eigentlich auch schon annehmen können vorher. Auf unserem Schiff gab es monatelang nichts Anständiges, ja. I have a shiver. Won't leave my spine. Das schade, dass mein Rückgrat hinunter wandert, hört gar nicht mehr auf. Hm. Ja, gab es nicht hier noch einen Questgeber für den Leuchtturm? Handwerker gesucht, keine Erfahrung erforderlich. Welcome. Als du dich näherst, wendet sie sich eifrig zu dir um. Willst du dir als Handwerker Geld verdienen? Ihre Kleider sind einfach, aber besser als die der meisten Leute in Ondras Geschenk. Es wird gut bezahlt. Du könntest in anderen Bezirken nach Arbeitern suchen. Das habe ich schon. Im Kupferweg sind sie genauso schlimm. Alle glauben an irgendeinen abergläubischen Unsinn wegen des Turms und der Überflutung in Ondras Geschenk. Ondras Geschenk wurde überflutet? Am Ende des Widerstandskriegs, das war einer der entscheidenden letzten Schläge gegen das edirische Militär. Hat uns viel gekostet. Eigentlich sollte der ganze Bezirk evakuiert werden, aber es sind nicht alle rechtzeitig fort. Die Edirer haben jeden, den sie gefunden haben, mit dem Schwert gerichtet. Wer Glück hatte, ist dem Gemetzel entkommen und wenige Stunden später ertrunken, als Hadrets Truppen die Dämme zerstört haben. Die Einheimischen sagen, die Leuchtturmwärterin sei auch geblieben und als eine der Letzten gestorben. Sie zog mit den Achseln. Ich weiß nicht, warum es im Leuchtturm deswegen mehr spuken sollte als im restlichen Geschenk, aber so wird es erzählt. Warst du schon drin? Wer, ich? Sie lächelt nervös. Nicht unbedingt. Weißt du, ich bin recht empfindlich und der ganze Staub. Sie seufzt. Also gut, als ich gesehen habe, wie zwei Amauna-Matrosen den Pier entlang gerannt sind, so schnell ihre Beine sie trugen, habe ich die Nerven verloren. Ich könnte mir das mal ansehen. Gut, wird auch Zeit, dass jemand diesen Unsinn ein Ende setzt. Sie kramt in ihrer Tasche und zieht einen Schlüssel hervor. Als sie ihn dir überreicht, zögert sie. Sei vorsichtig, ich glaube zwar nicht an Geistergeschichten, aber es ist ein altes Gebäude, also pass auf, wo du hintrittst. Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Was baust du? Ein Gasthaus angeblich. Sie streicht sich eine lose Haarsträhne hinter das Haar. Das Geschenk braucht etwas mit ein wenig mehr Klasse als der salzige Mast. Seit dem Widerstandskrieg ist dieser Bezirk am Boden. Ich dachte einfach, es wäre an der Zeit, ihn etwas aufzuwerten. Du kannst dir vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich den Turm gefunden habe. 3 Stockwerke und direkt am Wasser zu einem guten Preis. Der Verkäufer sagt, es gebe noch andere Interessen. Also habe ich zugeschlagen, bevor ich mich wirklich informiert hatte. Dumm, sie schüttelt den Kopf.
Ich komme aus Neu-Heoma. Ich wusste von der Überflutung gar nicht, ich wusste nichts von dem Aberglauben, der sich um den Leuchtturm rankt. Und der Verkäufer war längst verschwunden, als ich davon erfuhr. Inzwischen wäre es ein Wunder von der Fürstin der Klagen selbst, wenn ich meine Investition nicht vollständig verliere. Du kommst nicht aus Trutzbucht, oder? Sie lacht verwirrt. Was hat mich verraten? Der Akzent oder dass ich so dumm war, gutes Geld für diese Ruine zu bezahlen? Ich komme aus Neu-Heoma an der Nordküste. Es ist kleiner als Trutzbucht. Ich dachte, hier hätte ich vielleicht mehr Aussicht nach Erfolg und vielleicht sogar die Chance, in diesem Bezirk etwas Gutes zu tun. Weißt du, was im Leuchtturm ist? Wenn es nur so wäre, Nia zuckt mit den Schultern. Er ist unbewohnt, seit Ondras Geschenk überflutet wurde. Was hat es mit der Überflutung auf sich? Hadrid hat am Ende des Widerstandskrieges angeordnet. Das war einer der entscheidenden letzten Schläge gegen das ethirische Militär. Hat es aber viel gekostet. Eigentlich sollte der ganze Bezirk evakuiert werden. Ja, kennen wir alles. Ja, lebt wohl. Die klagende Todesfee. Das ist, glaube ich, eine richtige Quest. Nia versucht, den alten Leuchtturm in Ondras Geschenk zu renovieren. Ihre Arbeiter weigern sich aber, ihn zu betreten, weil es dort angeblich spuken soll. Sie möchte, dass sich jemand dort umsieht, um zu beweisen, dass keine Gefahr besteht. Nia hat mir den Schlüssel für den Leuchtturm im Südwesten von Ondras Geschenk gegeben. Sie möchte, dass ich den Gerüchten nachgehe, dass es dort spukt. Auch wenn sie glaubt, dass es Humbug sind. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal den Leuchtturm machen. Dafür... Habe ich eigentlich keine gute Armbrust? Nein, aber eine gute Arbalest für Palegina. Gegenstandstypen bitte. Armbrust habe ich leider nur eine normale. Und auch keinen besseren Zweihänder als einen guten. Ja, Palaginas Brustpanzer. Oh, habe ich noch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände? Wie zum Beispiel den da. So. Habe ich jetzt das Schwert angelegt und aus Versehen mein Schwert weggepackt? Ja. Rüstungen habe ich nichts Brauchbares. Palegina hat schon eine gute Rüstung. So wie der auch. So. Ah, Fäulnisse. Don't even spoil it now. Oh, sehr viel Urwasser. Hallo. Hallo? Das Holz dieser Fesselung Kiste ist angeschwollen und verzogen, als hätten sie im Wasser gelegen. Die Jute-Säcke sind schon fast vergammelt. Stimmt eigentlich, wir haben gerastet. Das heißt, unsere Kaserne. Ach, braucht nur noch einen Tag und 14 Stunden.
Das Glas ist von Schmutz und Salz vollkommen trüb geworden. Interesting. Eine schmutzige Patina und tote Seepocken ziehen sich fast bis zur Decke. Und ein kleiner Schatz. Wir kriegen langsam unser Geld wieder rein. Not sure how I feel about this. Okay, reifender Schatten. Reifender Schatten. Ach ja, und der, du kannst in den Nahkampf. Endurance, halt dich mal. That's not very helpful. Gott, warum sind das eigentlich so viele Geister hier? Ja, ich muss ja Palegina noch auf defensiv stellen. Hey, leave it to me. Yes. Uff. Stimmt, das hier war sehr garstiger Ort. Nice and quiet. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in den anderen Stockwerken besser oder schlimmer wurde. Wir haben es alle immer auf Dunkels abgesehen. Was soll die Kacke? Warum könnt ihr nicht alle auf Vedir losgehen? Anstatt auf Durenz. Hey. I'm here. I suppose it can't be helped. There you go. I'm here. I'm ready. Following your lead. Listen! Okay, du mit seinem Verbot. How may I? Palegina mal Hand auflegen auf sich selber. Okay, du wirst dann schon wieder umgehauen. Okay, hallo. Haut's auch gleich um, wenn wir dich aufpassen. Okay.
Ja, ist besser, wenn es alle auf umhaut. So, jetzt hast du auch Paligina umgehauen. So,